Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich heiße Sie herzlich willkommen zur dritten Folge unserer im Oktober letzten Jahres begonnene, von der Berliner Sparkasse unterstützte Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Wir freuen uns außerordentlich, dass Walter Frankenstein heute Abend bei uns ist und auch, dass die Resonanz erneut so groß ist. Herr Frankenstein ist ein langjähriger Freund des Museums und hat, wie auch die beiden letzten Gesprächspartner, an unsere von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft geförderten archivpädagogischen Workshops teilgenommen. Auch in diesem Jahr wird er hier im W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin Schulklassen begegnen, nicht in diesen Tagen, aber im kommenden Monat. Seit Jahren ist er auch bei unseren Kollegen in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und ihrer Dependance, der Gedenkstätte Stillen Helden, sowie bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas aktiv. Dank seiner Initiative wurde das Auerbachische Waisenhaus in der Schönhauser Allee, wo er mehrere Jahre wohnte, zu einem öffentlichen Erinnerungsort. Für sein unermüdliches Engagement hat Herr Frankenstein im Jahr 2014 das Bundesverdienstkreuz am Band verliehen bekommen und im Oktober letztes Jahres den Verdienstorden des Landes Berlin. Ich werde immer weniger und bin mit meinen Nerven am Ende. Auch mein Herz macht mir sehr zu schaffen. Aber ich will dir nicht vorklagen von all unseren Nöten. Nur so viel. Es ist höchste Zeit. Diese Zeilen schrieb Leonie Frankenstein, die Ehefrau von Walter Frankenstein, am 7. April 1945 an ihren Stiefvater Theodor Kranz. Seit mehr als 2 Jahren lebte das Ehepaar in der Illegalität. Zumeist voneinander getrennt, aber seit Ende 1944 in der Hauptstadt wieder vereint. Untergetaucht waren sie im März 1943 zusammen mit ihrem erst 2 Monate alten Sohn Peter, der am 20. Januar 1943 geboren wurde. Ein zweiter Sohn, Michael, kam Ende September 1944 zur Welt. Was mich noch aufrecht hält, ist ja nur noch die Hoffnung, schrieb Leonie Frankenstein 3 Wochen vor ihrer Befreiung durch die Rote Armee, zu einer Zeit, wo sie tagtäglich in einen Tiefbunker gehen müsste, nicht wissend, ob die Familie die letzten Kriegstage überleben würde. Wie fast alle Personen, die untergetaucht waren, hatte die Frankensteins zahlreiche Helfer, ohne die sie die Verfolgungen der NS-Zeit nicht überstanden hätten. Unter den ca. 1500 Juden, die in Berlin im Untergrund überlebten, waren sie aber das einzige Ehepaar, das 2 Kleinkinder hatte. Ihre nächsten Verwandten würden jedoch fast alle ermordet. Neben diesem eindrucksvollen, ja einmaligen Brief hat Walter Frankenstein dem Jüdischen Museum Berlin weitere Dokumente und mehr als 1000 Fotografien gestiftet. Einige Aufnahmen werden unser Gespräch heute Abend begleiten. Für die Stiftung der gesamten Sammlung sind wir Ihnen, Herr Frankenstein, sehr dankbar und wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung zu meinem öffentlichen Gespräch gefolgt sind. Seien Sie herzlich willkommen. Herr Frankenstein, ich habe zitiert auf den Brief Ihre Frau vom 7. April 1945. Zu dieser Zeit wussten Sie natürlich, dass der Krieg bald zu Ende geht. Waren Sie und Ihre Familie gerade in diesen letzten Wochen eine erhöhte Gefahr ausgesetzt? Es waren sehr viele Flugangriffe, also außer dass überall schon also Militärpolizei und auch zivile die gesucht haben nach Deserteuren, nach Ausländern.
Aber auch die Bombenangriffe der Engländer und Amerikaner waren ja eine riesengroße Gefahr. Außerdem hatte schon der Artilleriebeschuss von der Roten Armee hatte ja schon begonnen und die Granaten schlugen überall ein. Und wir wussten nicht, wie wir davonkommen konnten. Wir hatten die letzten Wochen eine Wohnung, in der wir wohnen durften, aber wir konnten dort nicht bleiben und sind dann in die U-Bahn am Kottbusser Tor. Da gab es solche Nischen wie Schutzraum. Und da haben wir uns da eingeschlichen und haben die letzten 5 Tage dort verbracht, bis die Sowjetarmee kam. Darüber werden wir ein bisschen später dann reden. Aber erstmals möchten wir einen ganz großen Schritt zurücknehmen. Sie sind 1924 in der westpreußischen Stadt Flatau geboren. Erzählen Sie bitte ein bisschen was von Ihrer Familie, die Familiengeschichte und auch Ihrer Kindheit bis zur Schule in Flatau. Ich bin in Flatau. Das ist eine kleine Kreisstadt in der Grenzmark Westpreußen gewesen. Heute gehört es zu Polen. Das ist dieser Teil, der von Deutschland den Polen übertragen wurde. Und da bin ich also 1924 geboren. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und einen Landhandel. Mein Vater, ich mache es sehr kurz, mein Vater ist gestorben, als ich 4 Jahre alt war. Meine Mutter hat die Geschäfte weitergeführt. Ich bin dort aufgewachsen und habe Freunde nie daran gedacht, jüdische Freunde oder christliche Freunde, das spielte keine Rolle, bis zum 30. Januar 1933. Ich bin 1930 eingeschult worden in die Volksschule und konnte dort bis Frühjahr 1936 in die Schule gehen. Dann wurde ich zum Rektor gerufen und der sagte mir, bei mir gehen keine Juden mehr in die Schule und in der Nähe gab es keine und da musste ich nach Berlin. Darüber kommen wir. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen ausführlicher zur Familie. Wir sehen hinter Ihnen ein Bild von Ihnen und Ihren beiden Brüdern, Manfred und Martin, beide um wesentliche, so einige Jahre älter als Sie. Beide Jungs stammten aus der ersten Ehe meines Vaters. Die Mutter dieser Kinder ist 1917 an einer Blutvergiftung gestorben. Und mein Vater hatte dann wieder 1923 geheiratet und 1924 wurde ich geboren. Nein, wir sehen, hinter Ihnen ist ja ein Bild von dem Geschäft, in dem Haus in Flatau, in dem Sie auch gewohnt haben, oberhalb, glaube ich, oberhalb des Geschäfts. Da steht auch, dass das eben Inhaber Max Frankenstein, dass es ein Kaufhaus klein gewesen ist. Ist das richtig? Es ist ja hier in Schweden sagt man Landhandel. In Deutschland sagt man ein kleines Kaufhaus. Es gab das alles, also wie es auf dem Land war, alles vom Salzhering bis zum Kragenknopf. Es gab auch Kleidung und es gab Lebensmittel. Das war so üblich früher. Das war so wie, ich komme drauf, der Emmerladen war so was Ähnliches. Genau, ich glaube, hier in Berlin sagt man ja Tante Emmerladen dazu. Und das war also, wir hatten einen großen Hof und zu uns, wir hatten viele Kunden, die Bauern waren. Die kamen aus den Dörfern ringsherum um Flatau und kamen dann mit ihren Produkten auf den Markt, verkauften ihre Butter, Eier, Hühner und was sie alles hatten und kamen dann zu uns. Die Männer saßen in der Kneipe und die Frauen, die gingen dann ins Geschäft für das Geld, das sie auf dem Markt eingenommen hatten, kauften sie dann bei uns Sachen ein, die sie nicht selber produzierten, also Zucker, Salz und solche Sachen. Die Männer waren dann ziemlich heiter, als sie nach Hause fahren wollten. Und wir hatten ein Faktotum, einer, der bei uns auf dem Hof gearbeitet hat. Der kam dann ins Haus, der nahm sie über die Schulter und dann wurden sie auf den Wagen geschmissen. Die Pferde wurden eingespannt, die standen bei uns im Stall, die hatten Heu und Wasser bekommen.
Und die Bauersfrau, die setzte sich auf den Kutscherbock und die Pferde fanden den Weg allein nach Hause. Ich weiß nicht, ob Sie das alles sehen können, aber vor dem Geschäft von der Mutter von Herrn Frankenstein sitzt der kleine Walter und er repariert ein Dreirad. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dreirad eine von den genannten Männern gehört hat, ob es ihr eigene war. Das war meins, ja. Das war ihrs. Und heute haben Sie ein Vierräder. Heute immer haben wir Vierräder. Ja, heute haben Sie Vierräder. Ja, Herr Frankenstein hat erwähnt, dass er 1930 ja eingeschult wurde in der Grundschule, ja, in Flatow. Und wir sehen hier ein Bild. Fast jede Sammlung, die wir von Stiftern bekommen, hat natürlich ein obligatorisches Bild von den Stifter oder ein Vater oder Mutter von der Stifter am ersten Schultag. Also es reiht sich in eine sehr, sehr große Sammlung des Jüdischen Museums. Und hier sehen wir ein sehr schönes Foto von einer Klasse von Herrn Frankenstein 1931. Herr Frankenstein, auf diese Bilder sitzen in der Vorderreihe eine Menge kleine Zwerge mit Sägen. Und ich habe mich auf jeden Fall gefragt, zu welchem Anlass dieses Foto aufgenommen wurde. Es wurde ja damals auch, also ein bisschen, jeder Lehrer war stolz darauf, wenn seine Klasse irgendetwas aufführen konnte. Wenn es Zeugnisse gab, dann war vorher so eine kleine Feier und dann wurden also, und das waren eben die sieben Zwerge, die da also irgend so ein kleines Theaterstück aufführten. Ja, Sie blicken ein bisschen ernsthaft dann auf die Kamera, aber das tun Ihre anderen Mitschüler, die nicht aus Zwergen verkleidet sind. In dieser Zeit, unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, merkten Sie da unter den Lehrern sowie Schüler eine Änderung? Passierte das sofort? Die Schüler und wir spielten, hatten ja vorher zusammen gespielt, die zogen sich zurück. Wahrscheinlich haben die Eltern sie davor gewarnt, mit jüdischen Kindern zu spielen. Das könnte Folgen für die Eltern haben. Wie viele jüdische Kinder gab es in der Schule? In meiner Klasse war noch ein Junge. Und in der ganzen Schule waren vielleicht 8 bis 10 Schüler, jüdische Schüler, waren da nicht mehr. Und der Lehrer, der auf dem Bild steht, der begleitete mich in der 2., 3. und 4. Klasse, war immer korrekt zu mir. Und der hatte eine Tochter, es gibt hier in der Sammlung auch ein Foto von meinem 7. Geburtstag, 1931. Mhm. Da sitzt ein blondes, kleines Mädchen neben mir, meine Tischdame. Und dieses Mädchen war die Tochter von diesem Lehrer, Sakschewski. Und diese Tischdame, die damals 5 Jahre alt war, die habe ich als Gast zu meinem 90. Geburtstag wieder gehabt. Wir haben uns wieder getroffen, dadurch, dass wir einen Film gemacht hatten in Flatow. Und da hatte jemand ihr gesagt, dass da war der Walter Frankenstein mit. Und da bekamen wir wieder Kontakt miteinander. Und wir haben bis heute Kontakt. Ja, ich kenne das Bild und ich bedauere es natürlich jetzt, dass ich es nicht ausgewählt habe, um Ihnen das zu zeigen. Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam es dann zum Boykott jüdischer Geschäfte, jüdischer Anwaltschaften, jüdischer medizinischer Praxis am 1. April 1933. Und dieser Tag ist Ihnen auch ganz scharf in Erinnerung dann eingebrannt. Was ist Ihrer Familie an diesem Tag passiert? Das Erste war, also es kamen SA-Leute, stellten sich vor das Geschäft und ließen niemand rein. Und dann schmierten sie die an die Schaufensterscheiben, kauften nicht beim Juden und Juden raus und die üblichen Phrasen. Aber dann, ich stand am Fenster, da auf dem Bild von unserem Haus ist ein Fenster oben über dem Geschäft. Da stand ich, als eine Gruppe SA-Leute vorbeizog. Und einer zog die Pistole und schoss zu uns ins Haus. Es wurde niemand verletzt, aber für mich war das ein großer Schock. Da steht da oben ein 8,5-jähriger Junge und auf den in diese Richtung wird geschossen. Und
dieses Bild habe ich mein ganzes Leben lang mit mir rumgetragen. Beide Brüder waren ja noch in Flato. Sie waren ja wesentlich älter. Wie ging es Ihren Brüdern dann in dieser ersten Zeit nach Januar, den 30. Januar 1933? Mein älterer Bruder studierte damals schon in Königsberg. Er wurde Zahnarzt. Und der Jüngere arbeitete als Lehrling in einem Konfektionsgeschäft einer Tante in Bischofsburg in Ostpreußen. Und der Ältere durfte weiter studieren. Aber unter der Voraussetzung, wenn er das Staatsexamen macht, dann muss er auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichten. Und das war 1937. Da war er fertig mit der Ausbildung, mit dem Studium. Und dann wurde er staatenlos. Und in dem Moment, als er staatenlos wurde, wurde er auch ausgewiesen. Und er hatte Glück, er kam zu einem Hachschara, also Ausbildungslager für Palästina, zionistisches Ausbildungslager, nach Jugoslawien. Und von dort nach Italien und dann nach Palästina. Der jüngere Bruder, Martin, der ging auf ein Vorbereitungslager für Palästina schon 1934 und konnte in demselben Jahr noch nach Palästina auswandern. Es gibt ein Bild von uns drei Brüdern. Es gibt ein Bild von den drei Brüdern auch kurz vor der Emigration von Martin. An dem Tag, an dem Martin Flato verlassen hat. Der ist direkt von Flato aus dann wahrscheinlich über Berlin dann... Ja. Dann nach Palästina mit dem Zug. Nach Triest und dann mit dem Schiff nach Palästina. Das ist auch ein Foto, wir sehen jetzt hier ein Foto von Walter mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder Manfred. Das andere Foto von den drei Brüdern am Vortag der Emigration von Martin haben wir, wie Herr Frankenstein erwähnte, in der Sammlung, aber leider jetzt auch hier nicht. Herr Frankenstein hat erwähnt, er konnte dann etwa 5 Jahre in die Schule bleiben, aber denn 1960 war Schluss mit der Schule in Flato. Er durfte nicht mehr, 36. Und es war doch, glaube ich, Ihr Onkel, der dafür gesorgt hat, dass Sie eine Möglichkeit hatte, nach Berlin zu kommen. Und Sie sind dann 1936 nach Berlin gekommen, also von einem sehr kleinen preußischen Provinzstadt in die Hauptstadt des nationalsozialistischen Deutschlands. Können Sie sich an Ihre ersten Eindrücke, als Sie nach Berlin gekommen sind, erinnern? Ja, ich wurde von einer Cousine vom Bahnhof Alexanderplatz abgeholt. Wir fuhren mit einer Taxi zu der Schönhauser Allee, in das Auerbachsche Waisenhaus. Und dort übergab sie mich dem Direktor. Und ich war das erste Mal in meinem Leben weg von meiner Mutter. Und das war natürlich für einen 12-Jährigen war das eine große Herausforderung. Und es war so, dass ich kam nachmittags ins Auerbach und kam ich auf den Hof, dann, also nachdem ich alles, die ganzen Formalitäten erledigt waren, kam ich auf den Hof. Wir hatten einen wunderbaren großen Hof mit alten Bäumen und wir konnten dort Sport treiben, Fußball spielen, alles. Und da war der Erzieher, es war ja noch Sommerferien. Und wir hatten eine Hütte auf dem Hof mit Bänken und Stühlen. Und da konnte man sitzen und Kaffee trinken oder was essen. Und da fragte der Erzieher fragte mich, hast du schon was gegessen? Sagte ich, ja, Frühstück. Und dann sagte er, ich hole was aus der Küche. Und er kam mit einem Teller, großen Teller, mit Königsberger Klopsen. Und ich aß und es schmeckte mir gut, aber es war so riesig viel. Und er meinte es ja gut mit mir. Und da sagte ich zu ihm, Herr Frank, ich kann nicht mehr. Und da sagte er, mein Junge, du musst dich daran gewöhnen, hier bei uns wird das aufgegessen, was man auf dem Teller bekommt. Ja, ich musste weiter essen, da wurde mir übel. Und dann ging es eben nicht mehr. Dann brauchte ich nicht mehr. Aber dann
gleich eine halbe Stunde später, da kamen andere Jungs und dann, kannst du Fußball spielen? Ja. Kannst du boxen? Ja. Und dann musste ich gleich boxen. Und ich musste antreten gegen den Sohn des Direktors, der war 4 Jahre älter als ich. Und der Erzieher war der Schiedsrichter. Und ich bekam natürlich ordentlich Prügel, aber ich war ein sehr, wie soll ich sagen, ich gab nicht auf. Ich war da ein bisschen grün und blau, aber ich habe nur nach Punkten verloren, ich war nicht K.O. geschlagen. Ihre sportliche Karriere allerdings hat schon in Flatow begonnen. Ja, ich hatte Anfang 1934 kam, wir hatten einen hinteren Eingang, also unser Haus ging vom Hauptmarkt, wo das Geschäft war, wo das auf dem Bild war, und das ging ungefähr 80 Meter bis zur nächsten Querstraße, und da gab es einen hinteren Eingang, und da in dieser Straße waren keine Wohnhäuser. Es waren nur Vorratshäuser, Werkstätten und so weiter. Und da kam hintenrum ein Bekannter, der Mann aus einer Familie, die früher bei uns verkehrt hatte, aber es nicht mehr wagte, weil er war Ausbilder in der Verteidigungstechnik bei der Polizei. Und er kam zu meiner Mutter und sagte: Frau Frankenstein, ich will Ihrem Sohn etwas beibringen, damit er nie Angst haben braucht. Und meine Mutter sagte natürlich ja. Und da bekam ich eine Ausbildung in Jiu-Jitsu, eine alte japanische Verteidigungstechnik. Und die ersten 8 Monate war also nur Peinigung und ich musste Selbstbeherrschung lernen. Und dann bekam ich die Ausbildung. Und nachdem er mit mir fertig war, habe ich nie mehr in meinem Leben Angst gehabt. Und das war das größte Geschenk, das ich vielleicht jemals bekommen habe, diese Ausbildung. Die gab mir die Selbstsicherheit, und die Hitlerjungen haben sich nicht an mich herangewagt, weil ich hatte keine Angst vor ihnen. Sie sahen das und ließen mich in Ruhe. Sie sind nach Berlin gekommen, wurden sehr, sehr gut aufgenommen im Auerbachschen Waisenhaus. Sie haben aber auch ein einschlagende Erlebnis in Berlin 1936. Sie waren ja auch bei den Sommerolympiaden. Bei den Olympiaden, haben Sie nicht? Ja, natürlich. Ich hatte einen Onkel, also den Bruder meiner Mutter. Und der wollte mir es leichter machen, von zu Hause weg zu sein. Und ich sollte etwas erleben. Und er hatte Billets zur Olympiade gekauft. Die begann ja am 1. August, und ich kam am 27. Juli nach Berlin. Und wir gingen ins Olympiastadion. Und für mich war das, ich war immer sehr sportinteressiert, und für mich war das ein Riesenerlebnis. Ich sah Jesse Owens 100 Meter laufen und Weitsprung, und dann die Stafette 4x100 Meter. Ich sah auch Fußballspiele, und ich war 5-mal im Olympiastadion unter der Olympiazeit. Man stellt sich vor, dass diese Massenveranstaltungen, auch wenn es dann sportliche waren, so nicht nur dann Freude machen konnten, sondern wir kennen alle die Bilder von Berlin 1936, dass das für eine junge jüdische Bub aus der Provinzstadt auch ein bisschen so fast so angsteinflößend sein konnten mit der Beflaggung und die Marsche. Und ja, natürlich war das ein ganz anderes Milieu, eine andere Stimmung in Berlin als in Flatow. Der Unterschied war aber auch sehr groß, indem man in Berlin anonym war. Wenn man auf der Straße war, dann wussten nicht alle, dass ich der Judenjunge war. Aber in Flatow wussten es alle. Und das machte natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich konnte mich viel freier in Berlin bewegen als in Flatow. In Flatow war das ja immer, jeder wusste, wer ich war, woher ich kam. In Berlin war ich
einer von vielen. Da sind auch schon viele jüdische Familien und auch viele jüdische Kinder schon vor, bevor sie aus Flato weggegangen sind, sind auch schon weg aus Flato gegangen. Das ist auch ein Prozess, was in den meisten Kleinstädten und Dörfern Deutschlands, das ist wirklich dann nach 1933 immer unaushaltbar würde in den kleineren Orten, aus genau den Gründen, was Herr Frankenstein uns erzählt. Jeder kannte jeder und da war eigentlich gar kein Entkommen, keine Möglichkeit, irgendwie so anonym durch die Stadt zu laufen. Aber Sie haben ein Zuhause gefunden im Auerbachschen Waisenhaus. Hier sehen wir ein Foto von Ihnen, jetzt wo Sie darauf gucken, dritter von links. Auf all diesen Bildern, das ist ein sehr schönes Bild, weil man sieht, wie die dann aufgereiht sind, also der Größte auch dann runter bis zum Kleinsten. Und sie sind auf sehr, sehr viele Bilder ein ziemlich stattlicher junger Mann. Also hier haben wir ein Foto von Walter, der eigentlich der Größte ist hier in der Gruppe, mit einem Sportlehrer, glaube ich. Er hält einen Fußball in den Händen. Und am nächsten Bild sehen wir Sie beim Empfang einer Auszeichnung. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das eine Auszeichnung für Hochsprung. Und Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie zu einem relativ frühen Lebensalter eine ziemliche Größe erreicht haben. Ich war mit 14 Jahren 1,82 Meter. Ich bin dann nie mehr größer geworden. Das war meine Endgröße. Und ich war sehr interessiert an Sport. Ich hatte viel trainiert und hatte bei den Olympiaden auch die amerikanischen Hochspringer gesehen. Und bis dahin ist man nur über die Latte oder die Schnur gegrätscht. Und dann habe ich gesehen, wie die Rolle über die Latte gemacht haben. Und das habe ich nachgemacht. Und ich war als 14-Jähriger der Einzige in Deutschland, der 1,80 geschafft hatte. Und das war eine große Leistung. Damals war der Hochsprung-Weltrekord 2,08 Meter. Also ich war nicht so sehr weit davon entfernt, mit dem Training, den ich hatte und mit der Trainingsunterweisung. Das meiste war ja selbst gelernt. Und haben Sie auch teilgenommen an den Schulsportfesten der jüdischen Schulen in Berlin? War der im Grunewald, auf dem jüdischen Sportplatz? Ja. Mhm. Und ich finde auch, von diesem Bild ist auch sehr interessant, weil es gibt auch Kinder eigentlich so aller Lebensalter. Also im Auerbachschen Waisenhaus, erstens, wie viele Kinder waren dort untergebracht? Es waren Mädchen und Jungen. Und Alter hatten Sie? Ja, wir waren also zu den Zeiten, als die anderen Kinderheime noch nicht aufgelöst wurden und dann alles im Auerbach zusammengepfercht wurde. Normal waren wir 45 Jungen, aufgeteilt in drei Gruppen, die Kleinen, die Mittleren, die Großen und 35 Mädchen. Und wir waren in Gruppen also von 15 Jungen. Und ich kam, als ich ins Auerbach kam, da war ich ja 12 Jahre alt, und da kam ich zu den Mittleren und kam dann nach der Bar Mitzwa, nach der Konfirmation, kam ich dann zu den Großen. Und wir hatten einen Erzieher, Heinz Frank, der hatte sein Zimmer zwischen unseren Schlafsälen. Und am Abend, da machte er beide Türen auf und setzte sich in sein Zimmer, in die Mitte zwischen die Türen. Und wir lagen im Bett und er las uns vor. Und also es war diese Stimmung, das Leben, es war wie ein Zuhause. Man konnte es zu Hause nicht besser haben. Wir hatten Musik und wir hatten Literatur und wir hatten Theater, wir hatten Abonnement im Jüdischen Kulturbund. Es konnte nicht besser sein. Zur Schule sind Sie unweit in die jüdische Volksschule der Rückestraße gegangen und waren regelmäßig dort. Unterricht gab es dann im Waisenhaus selber nicht, oder? Nein, wir waren verteilt auf vier verschiedene jüdische Schulen. Und
ich war in der Rickestraße und hatte das Glück, eine Klassenlehrerin zu bekommen, Erna Samuel, die eine fantastische Pädagogin war. Zu der Zeit waren ja auch schon jüdische Professoren, Lehrer an den Universitäten, an den Gymnasien, die waren ja schon entlassen worden. Und wir bekamen in den jüdischen Schulen diese Lehrer. Und in der, das nannte sich Volksschule, also wir, die Mathematik, die Physik, alle die Fächer waren ja schon, man war ja abiturreif, als man fertig war. Und Erna Samuel war eine ganz besondere Person. Ich greife mal bitte ein bisschen vor. Bitte. Als die letzten Transporte der Kinder vom Auerbach nach Auschwitz gingen, da war Erna Samuel, hatte sich freiwillig gemeldet, um diesen Kindern zu helfen. Sie wusste, wohin sie ging, und sie ging mit, freiwillig. Und es ist mir gelungen, nach einigen Jahren Kampf, dass in Moabit gibt es eine Erna-Samuel-Straße. Und es ist eine, heute eine ziemlich große Verkehrsstraße, aber Erna Samuel war eine alleinstehende Person, hatte niemanden, und sie wäre in der Masse untergegangen. Und durch diese Straße und den Stolperstein von ihrer vor ihrer letzten Wohnung in der Kantstraße ist sie doch in Erinnerung geblieben. Und darüber bin ich glücklich, dass mir das gelungen ist. Mhm. Sie haben ja vorher erwähnt, dass Sie 1937 Bar Mitzwa gefeiert haben, begangen haben im Auerbachschen Waisenhaus. Wie war das zu der Zeit? Ich glaube, Ihre Mutter und Ihr älterer Bruder Manfred waren in die Stadt gekommen, um die Zeremonie beizuwohnen. Welche Erinnerung haben Sie an die Bar Mitzwa? Wir waren vier Jungs, die zugleich eingesegnet wurden. Und wir hatten einen sehr, sehr guten Rabbiner. Das war in der Hermann-Falkenberg-Synagoge. Die war im Haus von Auerbach. Das war eine offene Synagoge für die ganze Umgebung. Und dort waren ja auch viele Menschen, die im Prenzlauer Berg gewohnt haben. Die kamen zu uns in die Synagoge. Und natürlich musste ich den Unterricht mitmachen beim Kantor. Ich bekam sogar die Mafte, also das abschließende Gebet, nachdem aus der Tora gelesen wurde, musste ich auch vortragen. Und dann natürlich aus der Tora lesen, ganz wie es sich gehörte. Und dann hatte der Rabbiner auch noch zu uns gesprochen. Und dann war eben die Sache in der Synagoge erledigt. Wir sehen hier ein Bild von einem Vorraum. Dieses Bild ist ja aufgenommen worden nach einem Schabbat-Gottesdienst. Walter habe ich hier auf diesem Foto nicht entdeckt, aber ich glaube, direkt nebenan, glaube ich, war die Synagoge, oder war die Synagoge nur oben im obersten Stock? Gab es doch den Saal? Ich weiß nicht, das. Das ist ein Foto von. Nein, das ist im Speisesaal. Das ist im Speisesaal. Ja, wir haben einen großen Speisesaal. Und es war so, wir Jungs mussten verschiedene Arbeiten ausführen. Und es gab dann immer, das wurde immer gewechselt, alle drei Monate. Und da gab es die Tischdecker. Wir wurden also, die übrigen bekamen am Tisch das Essen serviert. Aber vier Jungs gingen dann und servierten das Essen, holte das von vorne von der Wirtschafterin, die das Essen auf die Teller gab. Und dann wurde es zu den Tischen gebracht und am Tisch serviert. Und wir hatten also, waren die Tischdecker, dann gab es die Schuhe geputzt haben. Wir hatten einen Schuhputzraum, und jeden Abend waren zwei Jungs, die dann für die 15 die Schuhe geputzt haben. Es gab andere, die verschiedene Aufgaben hatten. Und
das sollte mit zu der Erziehung beitragen. Wir hatten ja auch Personal, aber wir sollten verschiedene Sachen, wir sollten auch Kartoffeln schälen für die Küche und solche Sachen. Es war keine Zwangsarbeit, aber es war etwas, was wir machen mussten, um der Gesamtheit einen Dienst zu erweisen. Die Verantwortung auch gemeinsam zu tragen. Ja. Kurz nach der Bar Mitzwe ist Ihr Bruder Manfred dann seinem jüngeren Bruder nach Palästina gefolgt. Ja. Und in dieser Zeit hatte Ihre Mutter an eine Auswanderung nach Palästina für Sie, aber auch für sich selber gedacht. Ja, aber es war damals so, dass die Engländer verlangten eine Garantie, also finanzielle Garantie. Und das konnten die beiden nicht bringen. Der Manfred hat damals Zahnarzt im Kibbutz in Naan, im südlichen Israel, Palästina. Und der Martin hatte angefangen, seine Arbeit bei der Post, der war vorher im Kibbutz, und als er den Kibbutz verlassen hatte, bei der Post zu arbeiten in Rishon LeZion. Die hatten kein Geld, um diese Garantie stellen zu können. Und dadurch wurde darum, ich hätte eventuell mit der Jugendallianz mit rauskommen können, aber ich wollte meine Mutter nicht alleine lassen. Mhm. Und dann ist eben ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ja, nicht nur das, sondern ab 1937 haben die Engländer auch die Auswanderung nach Palästina sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Und immer weniger deutsche Juden konnten dann nach Palästina als Fluchtort, dann als rettende Insel dann erreichen. Mit 14, 1938, haben sie mit der Schule aufgehört und sind dann zu der jüdischen Bauschule in Berlin gegangen. Sie wollten Architekt werden. Was haben Sie in der Bauschule dann erstmals gelernt? Die Bauschule war sehr gut für mich, weil ich lernte dort Maurer und Fliesenleger. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass wir dann später überleben konnten. Weil ich hatte ein Handwerk gelernt. Dann wurde, also ich fing dort 38 an nach der Volksschule. Und 1941 wurde die Bauschule von der Gestapo geschlossen und ich wurde von der jüdischen Gemeinde als Maurer zusammen mit unserem Theorie- und Praxislehrer übernommen und die jüdische Gemeinde hat beschäftigte 12 Handwerker, Tischler, Klempner, Elektriker. Und wir waren also 12, die Häuser der jüdischen Gemeinde reparierten oder umbauten. Und das dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Und dann kam die Gestapo, der SD, also die Spitze der Gestapo, kam dann und verlangte von der jüdischen Gemeinde die Handwerker. Aber die Gemeinde musste weiter den Lohn bezahlen. Und wir arbeiteten in den Häusern, die die Gestapo von den Freimaurern, also die Logenhäuser, die wurden umgeändert zu Büros und die hießen dann später Reichssicherheitshauptamt. Und das war also Gestapo-Administration und Planung. Ja, da haben Sie auch wieder einen Sprung ein bisschen vorne nach 1941. Ich möchte mal zurück, weil eine zweite entscheidende Zäsur für Sie in Ihr Leben, Sie haben ja den Boykott vom 1. April auf eine schreckliche Art und Weise erlebt, aber auch den 9. November, die Nacht vom 9. bis zum 10. November, haben Sie erlebt im Auerbachschen Waisenhaus. Und da war das Haus sehr, sehr bedroht. Können Sie uns ein bisschen eben von diesen schrecklichen Ereignissen da in der Schönhauser Allee erzählen? Am 9. November kam also ein Polizist, also seine private Initiative, und warnte unseren Direktor, dass man auf dem Weg ist, um ihn zu verhaften. Und da sind der Direktor und seine Frau verschwunden und gaben die Schlüssel
dem Fräulein Löwenstern, die damals 24, 25 Jahre alt war, und sagte so, Sie übernehmen das Haus, wir können hier nicht bleiben. Und dann hatte sie uns gebeten, wir waren 4 Lehrlinge, die also in jüdischen Einrichtungen ihre Ausbildung machten, und bat uns, ihr beizustehen. Und da kamen in das Haus Uniformierte und auch Zivile und wollten das Haus anzünden. Und da sagten wir ihnen, das ist unmöglich. Wir standen ihnen im Wege, im Korridor vor dem Büro, ich sehe das noch vor mir, und sagten, wenn Sie das Haus anzünden, dann brennen aber auch die Nachbarhäuser ab. Und das sahen sie ein. Und der eine ging in, wir hatten auch einen Betsaal für uns Kinder in der Parterrewohnung. Und da war die ewige Lampe vor dem Toraschrank, die brannte, und die machten sie aus, und das war Gas. Sie löschten die Lampe aus, machten aber den Gashahn wieder an, sodass da Gas ausströmte. Und dann gingen sie. Und die machten die Tür hinter sich zu, sodass wir es nicht merken sollten. Aber dann kam bald der Gasgeruch von dort unter der Tür vor. Wir gingen da rein, und da drehten wir den Gashahn zu, machten die Fenster auf. Es hätte ja passieren können, dass irgendwie jemand ein Streichholz anzündete oder was, und dann wären wir in die Luft geflogen. Das konnten wir abwenden. Dann war es so, nachdem die weg waren, kamen einige Frauen und mit Kindern, jüdische Frauen, die von zu Hause weggelaufen sind, weil dort ihre Wohnungen demoliert wurden, die Geschäfte wurden demoliert. Das nannte man ja die Kristallnacht aus dem Grunde, es gab so viel Glassplitter, dass die Straßen belegt waren mit Glas und das glitzerte. Und deswegen nannte man das die Kristallnacht. Ich habe immer noch etwas dagegen, das zu verschönen, indem man sagt Kristallnacht, aber es ist bezeichnend dafür. Nachdem das etwas ruhiger geworden war, sind wir 4 Jungs aufs Dach gegangen und haben von dort aus über die Stadt geguckt. Und man sah überall das Feuer und den Rauch von den brennenden Synagogen. Und inzwischen bekamen wir auch von Leuten, die von draußen reinkamen, Bescheid, was sich alles abspielte. Und die Nacht haben wir natürlich nicht geschlafen. Und wir erwarteten, es könnte noch etwas passieren. Es blieb aber bei uns, blieb es ruhig. Mhm. Die Kristallnacht ist für mich ein Symbol, dass man, wenn man, man muss nicht frech sein, aber wenn man nicht davonläuft, bleibt man auch ungeschoren. Unmittelbar nach der Kristallnacht gab es natürlich große Bemühungen, Kinder zu retten, und etwa 10.000 Kindern, etwa 20.000 Kindern aus Deutschland, aus Österreich, was dann im März 1938 dann angeschlossen wurde, den Anschluss, aber auch aus der Tschechoslowakei und, wie ich neulich dann gelernt habe, auch eine sehr kleine Anzahl von Kindern, die in dem Flüchtlingslager an den polnischen Grenzen waren, eine Folge von der sogenannten Polenaktion, sind dann nach England, aber auch nach Schweden, Belgien gebracht. Gab es Bemühungen dann, dass einige Kinder oder auch eine größere Anzahl von Kindern aus dem Waisenhaus mit dem Kindertransport dann entkommen konnten? Ja, es kamen einige nach England, und es gab aber auch Transporte nach Frankreich. Da war ja noch kein Krieg mit Frankreich und Holland und Schweden. Und mein bester Freund im Auerbach, der Rolf Rothschild, der konnte noch nach Schweden kommen. Mit einem Kindertransport? Mit einem Kindertransport. Und Sie sollten ihn eigentlich folgen? Ja. Die Familie, die den Rolf aufgenommen hat in Schweden, wollte auch mich aufnehmen. Und da gingen einige Papiere verloren, und bis man das wieder beschaffen konnte, da war es unmöglich. Da ging es nicht mehr, da war
Der Krieg, da fängt der Krieg. Der Krieg hat begonnen, also September 1939. Wie haben Sie und wie haben, hat das Waisenhaus diesen Kriegsbeginn erlebt? Wir haben davon eigentlich gar nicht so viel gemerkt. Ich kann mich nur erinnern an die ersten Stunden, an dem Tag, an dem der Krieg anfing. Ich war auf dem Weg zur Bauschule und am der U-Bahn Sennefelder Platz, auf einmal ging die Sirene an, Fliegeralarm. Und da ging man nicht in einen Keller, da stellte man sich in einen Hausflur, Hauseingang. Und ich stand da und es dauerte eine halbe Stunde und dann kam die Entwarnung. Und später haben wir dann erfahren, dass polnische Flugzeuge Berlin angreifen wollten, wurden aber abgeschossen. Und da war eben, das war der erste Kriegstag. Sonst habe ich davon weiter nichts gemerkt. Mhm. Aden war eben Krieg und Sie waren ja weiterhin an der Bauschule. Die Bauschule wurde ja geschlossen, wie Sie erzählt haben. Und Sie fingen da an, auch zu erzählen, dass Sie dann Zwangsarbeit dann leisten müssten. Und aber nicht an irgendeine Fabrik, sondern tatsächlich haben Sie Zwangsarbeit denn in dem Zentrum von der Hölle sozusagen. Ja. Sie haben ja gearbeitet tatsächlich so in den Räumlichkeiten von der RHSA, der Reichshauptsicherheitsamt. Ja. Und ich wurde einmal abkommandiert zur Kurfürstenstraße und habe dort eine Telefonleitung verputzen sollen, die neu gelegt war. Und ich lag auf den Knien da unten an der Scheuerleiste, da wo die Leitung gezogen war. Und da hörte ich hinter mir eine Stimme: Du Jude, keinen Fleck auf diesen Teppich oder morgen bist du in Auschwitz. Das war die Stimme von Adolf Eichmann. Ich wusste das nur, weil ich das Schild an der Tür gesehen hatte. Sturmbannführer oder Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Ich wusste aber damals noch nicht, was er im Sinne hatte, was er plante. Und das, was er plante, war ja die totale Judenvernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas. Das war meine Begegnung mit Eichmann. Und ich habe dann noch bei der Gestapo bis März 1943 gearbeitet. Ja. Und dadurch, dass ich Handwerker war, war ich ja von den, und die mich brauchten, weil die deutschen Männer waren ja an der Front, konnte ich so lange bleiben und hatte die Reklamationszettel von der Gestapo. Ich war ja noch bei der Gestapo nach der Fabrikaktion. Dazu kommen wir gleich, Herr Frankenstein. Ja. In der Zwischenzeit haben Sie Ihre zukünftige Frau kennengelernt. Wie und wo haben Sie sie kennengelernt? Wir sehen hier ein Foto von Leonie Rostner, Leonie Frankenstein, geborene Rostner. Dies ist ein Foto, was aufgenommen wurde, als Leonie 16 war. Sie war ja, glaube ich, 3 Jahre älter als Sie. Ja, und das ist ein Foto mit Ihrem Stiefvater Theodor Kranz, an dem dieser Brief am 7. April 1945 geschrieben wurde, im Freibad in Leipzig. Ein Foto von Walter und Leonie Frankenstein vor Ende des Krieges gibt es nicht. Und dieses Foto habe ich dann ausgesucht, dass wir Leonie dann sehen in etwas jüngerem Alter. Sie haben sie kennengelernt 1942? Nein, im Mai 1941. Und zwar folgendermaßen: Da wurde das jüdische Taubstummheim in Weißensee wurde aufgelöst, beschlagnahmt. Und Leonie war dort Erzieherpraktikantin. Und sie kam mit den Kindern ins Auerbach. Auerbach war der letzte Sammelpunkt für jüdische Kinder aus Heimen überhaupt. Da kamen nachher Säuglingsheime hin und da kamen Reichenheimsche und Pankower Waisenhaus. Alles sammelte sich im Auerbach. Und ich saß mit zwei Freunden auf der Bank auf dem Hof
Und da ging ein junges Mädchen vorbei, die wollte rüber zum Personalhaus, das war Extrahaus. Und ich sah sie. Und da sagte ich zu meinen Jungs, die oder keine. Und damit war die Sache erledigt. sie kam dann, also ich sprach dann nicht mit ihr, sie kam dann zurück vom Personalhaus und dann riefen einer von meinen Jungs, ach Fräulein, kommen Sie doch mal, wir haben hier eine Diskussion und vielleicht können Sie uns da helfen. Ja, und dann zogen wir sie in die Diskussion und wir diskutierten und auf einmal saß ich allein mit der Leonie da. Die beiden Jungs waren verschwunden. Ja, und dann fragte ich sie, ob wir uns wieder treffen können und so fing das an. Das war ja. Und das hat 68 Jahre gehalten. Wir waren 67 Jahre verheiratet. Und sie fehlt mir immer noch. Sie ist bald 9 Jahre tot. Und sie ist bei uns heute Abend hier auf dem Bild, was das Sie dann sie. Immer mitbringen bei jeder Veranstaltung, wo Sie sind. Gibt es dann auch ein Porträt Ihrer Frau dabei? Mai 1941 haben Sie Ihre zukünftige Frau kennengelernt. Ab dem 19. September 1941 müssten Sie, wie alle Juden in Deutschland, den gelben Judenstern tragen. Und einen Monat später wurde die Auswanderung verboten und die Deportationen begannen. Sie haben auch von dieser ersten Deportation auch das mitbekommen und auf schreckliche Weise auch dann erlebt. Meine Mutter wohnte zusammen mit einer Dame, das war die Mutter von Fritz Hirschfeld. Fritz Hirschfeld war früher vor 33 und bis 35 oder 34, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, Redakteur bei der Freien Volksstimme Danzig, das war eine sozialdemokratische Zeitung. Und als Danzig deutsch wurde, Danzig war ja Freistaat bis 34, 35, ich weiß nicht mehr. Und da wurde er sofort verhaftet, kam ins Gefängnis oder Konzentrationslager, kam frei, weil er die Einreise nach England hatte. Und er ging nach England, kam ein halbes Jahr später wieder zurück nach Deutschland aus Heimweh. Er hielt es nicht aus. Und er war mit in dem ersten Transport, der am 18. Oktober 1941 von Berlin nach dem Osten ging. Nach Lodz. Mhm. Und es war so, dass wir waren an dem Tag, an dem er Abschied nahm von seiner Mutter, bei meiner Mutter, also bei den beiden Frauen, da kannte ich ja schon Leonie, da waren wir schon ein paar. Und er kam dahin und dieses Abschied nehmen, diese Vorbereitung auf die Reise, man glaubte damals, dass man noch in den Osten ging, um zu arbeiten. Und da überlegte man bald Winter und vielleicht zwei Mäntel anziehen und derbe Schuhe und mehrere paar Unterhosen und Hosen und so weiter. Und dann der Abschied von der Mutter, den wir miterlebten. Das brachte uns dazu, als wir von dort weggingen, da sagten wir uns, nicht mit uns. Und dieses nicht mit uns hat uns die ganze Zeit aufrechterhalten bis zur Befreiung. Weil Hitler konnte mit uns nicht machen, was er wollte. Wir haben den Judenstern abgemacht, wir sind auf Vergnügungsplätze gegangen, wir sind ins Theater gegangen, ins Konzert. Wir haben alles gemacht, was uns verboten war. Und da wir beide keine Angst hatten, ging es gut. Wir werden ja ausführlich über Ihre Zeit im Untergrund in der Illegalität, also Sie haben ja auch, wie gerade erwähnt, Sie haben sich nicht ein Versteck gefunden, wo Sie dann gar nicht in die Öffentlichkeit mehr gegangen sind, sondern Sie haben diese 2 Jahre in der Illegalität ja voll gelebt, gearbeitet. Aber schon vorher, bevor Sie untergetaucht sind, haben Sie in Leonie geheiratet.
im März 1942. Und fand 20. Februar 1942. Aber fand irgendeine religiöse Trauung dann im Waisenhaus statt? Nein, überhaupt nichts. Meine Mutter wohnte dann in der Treskowstraße am Prenzlauer Berg. Und Leonie und ich wohnten in der Treskowstraße 27 in Untermiete bei der Familie Mendel. Und ein kleines Zimmer. Und wir waren 8 Personen. Es war meine Mutter, die Tante Flora, die Mutter von dem Fritz Hirschfeld, der Onkel Selma, der mein Vormund war, und seine Frau, das waren 4. Dann war Theo Kranz und Beate Kranz, die Mutter meiner Frau, und dann Leone und ich. Und dann haben wir zusammengesammelt, was man an Teig, Mehl oder Zucker, was man da irgendwie so erwischen konnte. Und dann gab es einen Kuchen und damit war es fertig. Sie waren aber auf dem Standesamt und haben eben zivil geheiratet. Ja. Und da habe ich mich natürlich gefragt, als Sie auf dem Standesamt war, haben Sie den Stern getragen, oder? Dort, offiziell, als Sie auf dem Amt waren. Ja, ja. Ja. Aber es war ja so, dass damals glaubte man, dass verheiratete Familien, also Frauen mit Männer mit Frauen und Kindern eventuell, dass die, wenn die deportiert werden, zusammenbleiben. Man glaubte, die werden nach dem Osten zur Arbeit geschickt. Und darum heirateten wir überhaupt. Für uns spielte ja dieses Papier keine Rolle, weil an unserem Hochzeitstag, da gelobten wir uns, wir bleiben so lange zusammen, wie wir uns lieben. Und das hat eben die ganze Zeit angehalten. Das war ja mehr wert als jedes Stück Papier. 11 Monate nachdem Sie geheiratet haben, kam Ihr Sohn Peter zur Welt, der Uri genannt werden müsste. Aber bitte, 11 Monate nach der Hochzeit. 11 Monate, ja. Das ist eine Zeit, in der ja wöchentlich Transporte in die Osten gehen. Und es müsste Ihnen und Ihrer Frau eigentlich klar gewesen sein, dass ein Bleiben in Berlin eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit war. Ja, vielleicht war das auch demonstrativ, nicht mit uns. Aber dann ist Ihre Frau und Ihr Sohn sind dann doch dann abgeholt worden, ja. Im Februar 1943. Aus Versehen sozusagen. Sie sind von der Gestapo abgeholt worden, ja. Und Sie sind ins jüdische Altersheim gebracht worden. In die Große Hamburger, ja. In der Große Hamburger Straße. Und Sie sind dorthin geeilt, um nach Sie zu sehen. Ja, also nach der Arbeit kam ich nach Hause und die Wohnung war versiegelt. Und da fragte ich und da sagte man mir, meine Frau und das Kind wären abgeholt worden. Da bin ich in die Große Hamburger und wollte meine Frau abholen. Und da sagte der jüdische Ordnungsmann, der an der Tür stand, die ist vor einer halben Stunde ist die nach Hause gegangen. Und da war Folgendes passiert. Wir hatten ja diesen Reklamationsschein von der Gestapo. Und einige von diesen Frauen hatten den zu Hause und sie konnten ihn vorzeigen und wurden wieder nach Hause geschickt. Und meine Frau hatte den in der Wohnung liegen lassen, als sie abgeholt wurde. Und als sie dort an der Tür, sie blieb an der Tür stehen. Und als dann die anderen Frauen aufgerufen wurden und namentlich und dann rausgehen durften, und sie ihren Namen nicht, und da sagte sie zu dem Ordner, und ich, und da sagte er, frag nicht so dumm. Und da ist er rausgegangen, ist nach Hause gekommen. Und ich wusste davon nichts und hatte noch, damals gab es Hosen, die nannte man Knickerbocker. Das waren Hosen, die man hier unten unter dem Knie zumachen konnte. Und da war ich noch dann mit unseren Lebensmittelkarten, die wir hatten, da gab es dieses Schusterjung, dieses dunkle Brötchen,
wo man nicht weiß, wovon die gemacht wurden. Das habe ich noch geholt und dann noch irgendwelches Gemüse und das hatte ich in das Hosenbein gesteckt. Und dann bin ich in die große Hamburger und ich wollte zu meiner Frau. Und da sagte mir der Ordner an der Tür, die ist gerade nach Hause gegangen. Und dann kam ich nach Hause und dann haben wir das Siegel abgemacht und dann konnten wir noch, das war, glaube ich, noch ein halbes Jahr bis zur Deportation, bis wir weg sollten. Ja. Aber 3 Tage nach der Verhaftung Ihrer Frau und Ihrem Sohn, dieser einen Tag oder diesen Tag in der Großhamburger Straße, fand die sogenannten Fabrikaktionen statt. Sie so sind kurz, dann diese Verhaftungswelle entgangen, aber Ihre Mutter ist diese Verhaftungswelle nicht entgangen. Meine Mutter, die in einer Radiofabrik Schaub gearbeitet hat, die wurde ja vom Arbeitsplatz weggeholt und in einer Menge von 8.000 bis 10.000 Menschen, die an diesem Tag verhaftet wurden, da konnte man sie nicht finden. Ich hätte sie vielleicht noch rausholen können, ich weiß es nicht. Und dann waren also 14 Tage später, am Anfang März, da kam ich eines Morgens zur Arbeit und da war ich allein da. Wir waren immer, wir standen wartenden vor der Tür. Dann kam die Wache raus, die SS-Männer, die uns immer folgten. Und ich war allein da. Und da kam der Polier raus und guckte mich an und fragte, was machst du denn hier? Und ich sagte, arbeiten. Sind die anderen schon drin? Und er sagte, nee, die hat man heute Nacht abgeholt. Und wir hatten das große Glück, wir sind am Abend von vorher umgezogen worden. Die Juden wurden ja immer mehr und mehr zusammengefärscht. Und wir am Abend vorher sind umgezogen und deswegen hatte die Gestapo, oder wer das war, die Letzten abgeholt hat, nicht unsere Adresse. Die anderen wurden in der Nacht abgeholt und ich war alleine da. Und da sagte der Polier zu mir, ich gehe mal rein und frage, was mit dir geschehen soll. Sag ich, ja, geh mal rein. Und dann bin ich schnell abgehauen nach Hause. Und das war der erste Tag dann unserer Illegalität. Genau. Und wo sind Sie dann zuerst hingegangen? Ich sagte zu meiner Frau, jetzt packst du irgendwas in den Kinderwagen. Und damals gab es ja noch keine Papierwindel. Damals wurden die Windeln gewaschen. Das war ein Stoff. Und nimm Windeln mit, das ist sehr wichtig, und noch irgendwas zu trinken und zu essen. Und fahr nach Leipzig. Das war der erste Zufluchtsort, weil der Stiefvater von Leonie war Christ. Meine Schwiegermutter hatte in zweiter Ehe Theo Kranz geheiratet. Und dadurch war sie etwas geschützt und darum konnte Loni dort als ersten Anlaufpunkt erstmal dorthin kommen. Und ich blieb noch in Berlin und versuchte noch Lebensmittel einzukaufen, wohnte in einer Wohnung in der Prenzlauer Straße, glaube ich, aus der zwei Schwestern deportiert wurden, vorher also. Und die Wohnung war versiegelt und ich machte vorsichtig das Siegel ab und konnte dort einige Nächte schlafen. 4 oder 5 Tage später bin ich dann nachgefolgt nach Leipzig. Nach Leipzig, ja. Wir sehen hier ein Bild von der Kennkarte von Beate Kranz. Ja. Und ihre Frau ist dann eine ganze Zeit lang, konnte sie in Leipzig dann bleiben, aber sie konnte nicht mit ihr und ihrem Sohn in der Wohnung bleiben. Nein. Sie sind aber doch dann ein bisschen länger in Leipzig geblieben, bevor sie dann wieder nach Berlin gekommen sind. Sie blieb dann noch eine Zeit lang, bis meine Schwiegermutter denunziert wurde. Sie hatte einen Postausweis und Juden mussten ja entweder Frauen Sarah oder Männer Israel als Zusatzvorname haben. Und sie hatte auf dem Postausweis nicht Sarah eingetragen und wurde von einer Nachbarin denunziert und wurde verhaftet. Und bei der Verhaftung war Leonie und der Uri im Schlafzimmer unter der Bettdecke versteckt. Die waren in der Wohnung, als Leonies Mutter verhaftet wurde.
Und sie saß dann 14 Tage oder 10 Tage oder 14 Tage in Leipzig im Gefängnis und wurde dann nach Auschwitz gebracht. Dann übernahm die Gestapo sie von der Polizei. Und sie konnte noch mal einen Zettel rausschmuggeln, in dem sie schrieb, dass sie am Ende ist. Das war Anfang Januar 1944. Und 10 Tage später bekam mein Schwiegervater, der Theo Kranz, bekam die Todesattest, oder wie das heißt. Sterbeurkunde. Ja. Ja. Von Lager Auschwitz. Es existiert, das ist bei Ihnen. Ja, ja, das ist bei uns, ja. Beate Kranz, geborene, komm nicht mehr auf den Namen. Werblowski. Kann sein. Ach, Adler, Entschuldigung, geborene Adler. Ist an Herzschwäche in Auschwitz verstorben. Das hat er nur bekommen, weil er Arier war. Deswegen mussten sie ihm das mitteilen. Das Erstaunliche ist, dass Theodor Kranz hat dann tatsächlich eine Todesanzeige in einer Leipziger Zeitung dann aufgegeben. Und das ist was Außergewöhnliches. Dieses kleine Stück Papier ist auch in der Sammlung. Und das ist das wirklich, glaube ich, das einzige so Todesanzeige, die wir in der Sammlung haben, von einer Person, die in Auschwitz ermordet wurde, 1944 dann veröffentlicht. Mit einem Text, was eigentlich es ziemlich deutlich macht, auf welchem Weg ihr Leben dann zu Ende gegangen ist. Sie und Ihre Frau, ihr sind dann nach der Verhaftung und Deportation von Ihrem Schwiegermutter dann nach Berlin. Sie waren schon vorher in Berlin. Leonie ist mit ihrem Sohn dann nach Berlin gekommen. Sie waren eine Weile dann zusammen. Es sind wahrscheinlich fast zu viele verschiedene Stationen, um das in aller Ausführlichkeit dann zu erzählen. Aber bis Sie und Ihre Frau dann wieder getrennt wurden, dann Anfang 1944, waren Sie eine Zeit lang doch zusammen in Berlin, in einem relativ sicheren Ort, an diesem Villa. Doch von in der Königsallee 23 im Grunewald. Es war so, dass wir hatten eine Freundin, eine gute Freundin, Edith Berloff, die vielen geholfen hat. Und die Edith hatte uns vermittelt an Arthur Ketzer, der hatte eine kleine pharmazeutische, der war Chemiker und der hatte eine kleine pharmazeutische Fabrik in der Königsallee. Und mich hatte er schon dahin vermittelt. Und dann, als Loni von Leipzig weg musste, da kam sie zu Edith und die Edith wollte erst nicht verraten, wo ich bin. Weil es war immer die Gefahr, wenn ein Illegaler erwischt wurde, so wenig er von anderen wusste, desto besser war es. Weil sie wurden auch gefoltert und schweren Verhören unterzogen. Und da war es am besten, man wusste nicht. Aber dann sah sie die Notsituation von Leonie und schickte sie zu Arthur Ketzer, also zu mir dort in die Königsallee 23. Dort konnten wir eine Zeit lang wohnen. Ich arbeitete, sie half ihm bei der Produktion von Tabletten, damals war das irgendwie Aufputschtabletten mit Chlorophyll-Tabletten. Und wir wohnten dort und ich hatte dort einen Bunker im Garten gebaut. Und bei den Luftangriffen waren wir in diesem Bunker. Und dann eines Tages explodierte eine Luftmine ganz in der Nähe und das Haus war weggeblasen, war nicht mehr da. Und da sagte der Arthur Ketzer zu meiner Frau, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Geh zu der Sammelstelle für Ausgebombte und gib irgendeinen Namen an und sieh zu, dass du irgendwas, Lebensmittelkarten bekommst oder weggeschickt wirst oder was. Und unser Sohn Uri war blond und blauäugig. Er war der Viking der Germane in unserer Familie.
Und sie ging dann dahin und gab den Namen einer ehemaligen Schulfreundin an, einer christlichen. Und die regten sich da auf, wie ist das möglich, eine deutsche Mutter mit Kind noch in Berlin, in dem Bombenhagel. Ja, sagte sie, sie ist von Leipzig zu Besuch gekommen und hatte ihre Handtasche im Haus gelassen. Und dann war eben das Haus weggeblasen und ihre Handtasche auch und sie hat keine Papiere mehr. Und sie bekam irgendwelche Papiere und wurde nach Briesenhorst, einem Dorf in der Nähe von Landsberg an der Warthe, geschickt. Und kam dort an und da stand eine NSV-Schwester, also nationalsozialistische Volks, weiß ich was. Und die sagte, das Erste, was sie sagte, woher kommen Sie? Sagte sie, aus Berlin. Ja, wie ist das möglich? Sie sind ja nicht blond. Und da sagte meine Frau sehr frech, sind alle deutschen Frauen blond? Und dann fragte sie nach Lebensmittelkarten, die hatte sie nicht bekommen. Und da wurde sie zurückgeschickt, sie kam wieder nach Berlin, da hat man sich aufgeregt, dass man sie zurückschickt. Sie bekam sofort die Lebensmittelkarten, fuhr wieder zurück und da war Leonie schon im fünften Monat mit dem zweiten Jungen. Und wir hatten nichts geplant, weil wir lebten in den Tag, man konnte nicht von einem Tag zum anderen etwas planen. Und dadurch, dass sie dorthin geschickt wurde, konnte sie den zweiten Jungen im Krankenhaus in Landsberg bekommen. Aber dann wurde sie nach der Geburtsurkunde gefragt. Und da gab sie den Namen an, aber sie hatte nicht das Geburtsdatum dieser Freundin, ehemaligen. Und da ging Korrespondenz hin und zurück und da wurde es brenzlig. Und dann kam sie nach Berlin. Und sie kam dann, hier sehen wir ein Bild von Leonie mit Peter, mit Uri im Sommer 1944. Es gibt keine Bilder von Michael zu der Zeit. Michael ist ja dann geboren Ende September 1944. Und fünf Wochen später ist Leonie mit zwei Kleinstkindern dann nach Berlin zurückgekommen, eigentlich gar nicht wissend, wo sie dann untergebracht, auch gar nicht wissend, wo sie sich befinden. Nein, wir fanden uns durch postrestante, also postlagernde Briefe. Und dann hatten wir einen Bekannten, der lebte illegal, das war der Arthur Katz. Der war der Sohn unseres Nachbarn in Flator, aus der jüdische Schlechterladen da. Und der Arthur Katz, und ich traf ihn, und da sagte der Arthur Katz, ich habe etwas für euch. Und dann geht in die Blumenstraße 9, glaube ich. Und da fragt er nach der Mary. Und wir gingen dahin und da war die Mary. Und die konnte uns ein Zimmer im Souterrain anbieten, aber für 400 Mark. Und das war damals sehr viel Geld. Aber ich arbeitete ja, ich reparierte bombenbeschädigte Wohnungen. Und da fragte keiner nach Ausweis oder Papieren, irgendwas. Die waren alle glücklich, sie hatten einen Handwerker, der etwas machen konnte. Die Männer waren ja alle an der Front. Und da sind wir zu der Mary gezogen. Und diese Mary war an für sich eine ehemalige Bordellmama. Und wir wohnten 5 oder 6 Wochen in dem Haus. Und wenn Fliegeralarm war, dann konnte Loni mit den Kindern in den Luftschutzbunker am Alex oder in der Nähe laufen. Aber ich konnte da nicht hin, weil mich hätte man sofort gefragt, warum bist du nicht beim Militär? Ich erlebte dann die Bombenangriffe auf der Straße. Und für mich war das Freiheit. Es gab ja niemand anderen als mich auf der Straße. Und das trug auch zu unserer Ernährung bei, das ist ja heute verziehen. Es gab ja durch die Bombenexplosion, gingen ja Schaufensterscheiben bei Lebensmitteln kaputt. Und da hatte ich ja freien Zutritt.
zu Milchpulver, Eierpulver, ein paar Kohlköpfe oder auch ein paar Kartoffeln, vielleicht auch noch irgendwas anderes, ein bisschen Margarine oder was. Da gab es, also wir hatten Essen für die Kinder. Wir waren sehr sparsam damit, aber für die Kinder war Essen da immer. Und das war also der Segen der Bombenangriffe. Anders weiß ich nicht, wie wir uns da durchgewurschtelt hätten. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie konnten nicht in den Bunker, weil dann gefragt wurde, warum Sie nicht beim Militär. Diese Frage wurde teilweise auch gestellt, immer wieder. Und Sie haben, glaube ich, erzählt, dass Sie Tuberkulosekranke war oder dass Sie eben ja nicht zum Militär gehen mussten. Es war natürlich eine erhöhte Gefahr, natürlich für junge Juden in Walters Lebensalter zu der Zeit mal sich überhaupt in der Stadt zu bewegen, auch in eine Großstadt wie Berlin, welche auch eine gewisse Anonymität, aber junge Männer in ihrem Alter waren doch eher dünn gesät. Ne? Der Gefahr ausgesetzt, ja. Ich habe ja eingangs den Brief vom 7. April 1945 zitiert. Also 20 Tage später sind Sie befreit worden. Wie haben Sie diese letzten Kriegstage erlebt? Wir waren also die letzten 5 Tage waren wir in dem Bunker am Kottbusser Tor. Und als dann der erste Sowjetsoldat in den Keller da kam und ich guckte da unter der Strohmatratze vor, und ich sah die russische Uniform und da sprang ich von dem zweiten Bett da oben runter und umarmte diesen Russen. Und der hätte ja denken können, ich wäre ein Deutscher, der ihn umbringen wollte und hätte mich erschießen können. Aber ich flüsterte ihm das einzige Wort, das ich konnte, auf Russisch ins Ohr. Jevrei, Jude. Und da guckte er mich ganz erstaunt an und dann sagte er, Jevrei, ja. Und dann umarmte er mich. Und dann kam ein Offizier, der auch etwas Deutsch konnte, und die haben vor Freude geweint, dass sie noch eine ganze Familie in Berlin befreien konnten. Und dann haben sie uns rübergebracht in den Divisionsstab, der eingerichtet war in der Markthalle am Kottbusser Tor. Und da wurde gefeiert. Die Russen hatten Wodka, die hatten aber keine Korkenzieher. Dann haben sie die Wodkaflasche und schlugen den Hals an der Tischkante ab. Dann warten sie, bis die Scherben gesunken waren, und dann wurden die Gläser eingegossen. Und ich hatte 5 Tage nichts gegessen und musste so ein Wasserglas mit Wodka trinken. Und dann das Brot, das dazu gab, das aß man nicht, daran schnupperte man. Und dann legte man es wieder zurück. Ich war ja 10 Minuten nach der Befreiung, war ich total besoffen. Damit war aber auch die Gefahr natürlich nicht ganz gebannt, denn überall tobte der Krieg noch in Berlin. Und es dauerte noch 5 Tage, bis Berlin dann kapituliert hat. Das waren auch natürlich Tage der voller Angst und Unsicherheit, trotz der Befreiung durch die Russen. Aber dann kam dann doch endgültig das Ende des Krieges und die Befreiung. Und sie sind erstmals in Berlin geblieben. Das sind die ersten Fotografien von Walter Leonie und von Peter Uri, die gemacht worden sind im Sommer 1945. Und hier sehen wir auch das früheste Dokument, wahrscheinlich das erste Dokument, Herr Frankenstein, eine Ausweis, das Sie seit Jahren gehabt haben, ausgestellt am 14.07.1945. Und hier sieht man, dass Ihr erlernter Beruf ist nicht Maurer, sondern ist Sportlehrer. Ja. Und Sie haben ja auch eigentlich so in der Freizeit in Neukölln, glaube ich, dann ein bisschen gearbeitet in diesen Sommertagen 1945, ja, inmitten der Trümmer. Es gab Leute, die entsetzt darüber waren, dass ich deutsche Kinder, es gab in Neukölln die sogenannten Freizeitspiele Neukölln. Das war für Kinder
Beschäftigung und die bekam dort auch was zu essen. Das habe ich ehrenamtlich gemacht. Ich habe dafür kein Gehalt bekommen. Diese Kinder, die waren ja an nichts schuldig. Und mit diesen Kindern hatte ich kein Problem. Aber andere Leute hatten ein Problem, dass ich mit deutschen Kindern mich beschäftigte. Und auch bis zum heutigen Tag sage ich, mit allen Deutschen, die nach 1930 geboren sind, ist keiner etwas schuldig. Die tragen keine Verantwortung für das, was gewesen ist. Die tragen eine Verantwortung für die Gegenwart und für die Zukunft. Und deswegen komme ich dauernd hierher nach Deutschland, um mit jungen Menschen zu reden und ihnen immer wieder sage, denkt selbst und lasst euch nicht von solchen Typen wie Hitler verführen. An einem Bleiben in Berlin und in Deutschland war für Sie und Ihre Familie nicht zu denken. Das ist auch bei der überwiegenden Mehrzahl der Illegalität überlebenden Juden. Es sieht ein bisschen anders aus bei der größeren Zahl von deutschen Juden, die überlebt haben in Mischehe oder als Kinder von Mischehen. Aber auch für die Familie Frankenstein war ein Bleiben in Berlin, in Deutschland, daran war nicht zu denken. Und wir dürfen uns auch daran erinnern, dass Herr Frankenstein zwei ältere Brüder hatte, die in Palästina waren. Wir haben Ende 2016 einen Brief erhalten aus Texas. Und dieser schlug im Archiv ein, weil wir machten das auf. Und was war da drin? Da war ein Brief, welcher Walter Frankenstein am 23. November 1945 verfasst hat. Und ich möchte daraus eine längere Passage zitieren. Es ist adressiert an eine Cousine, Ruth Frankenstein. Und es ist von ihrer Urenkelin dann an uns weitergereicht. Ich zitiere: Leider sind wir auch nur die Einzigen, die von unserer Familie übrig geblieben sind. Es tut mir furchtbar leid, dir dieses schreiben zu müssen, aber es ist niemand von unseren vielen lieben Angehörigen mehr am Leben. Alle sind entweder vergast, verhungert oder erschossen worden. Das Einzige, was ich von deiner lieben Mutter erfahren konnte, ist, dass sie 1942 nach Piaski gekommen ist und dort auf eine der bekannten Arten umgekommen sein muss. Wenn ich heute zurückdenke, so erscheint es mir fast wie ein Wunder, dass ich es mit meiner Familie gesund überstanden habe. Ich habe in dieser Zeit fast 60 Pfund abgenommen und noch keine Gelegenheit gefunden, alles wieder aufzuholen. Glücklicherweise habe ich schon Gelegenheit gehabt, meine Frau mit den Kindern zu Manfred und Martin zu schicken. Sie müssen heute gerade angekommen sein. Ich hoffe, bald nachfahren zu können, denn hier ist alles sehr knapp. Lebensmittel, Rauchwaren gibt es fast gar nicht und Heizung überhaupt nicht. Also einen sehr einprägenden Brief, die Sie dann schreiben, allein wieder in Berlin. Sie denken aber, dass Sie auch wirklich bald dann Ihrer Frau und beiden Kindern nach Palästina nachkommen. So einfach ist das aber für Walter Frankenstein nicht. Er geht zuerst nach Bayern und kommt erst in eine DP-Lager. Und dann von der DP-Lager geht er in eine Art von Vorbereitungskibbutz namens Greifenberg. Wir sehen hier ein Foto. Und er wird ja auch vorbereitet, eigentlich schon mit der Haganah und mit dem Palmach dann zu arbeiten. Können Sie uns ein bisschen von dieser Zeit Ende 1945, 1946 in Bayern, in Greifenberg erzählen? Die Sache fing damit an, dass von der jüdischen Brigade, das war eine Einheit im britischen Militär, gebildet von freiwilligen jüdischen Jungs in Palästina. Und die kamen einige nach Berlin, um Transporte von jüdischen jungen Menschen von
die von Polen, von Russland überleben, die aus dem KZ, die da kamen, und die weiter zu transportieren auf dem Weg nach Palästina. Und die sagten zu mir, wir können deine Frau und deine Kinder nach Palästina legal schicken, wenn du dich verpflichtest, 6 Wochen für uns zu arbeiten. Und ich war natürlich einverstanden und ich schickte meine Frau am 15. November, verließ meine Frau mit den Kindern Berlin nach Frankreich und dann von Frankreich mit dem Schiff nach Palästina, über Ägypten. Und diese 6 Wochen wurden leider 1 Jahr und 7 Monate. Und das beruhte darauf, dass man schickte mich nach München. Dort sollte ich jemanden treffen, einen Kontaktmann. Und ich verließ Berlin am 15. Dezember, also 4 Wochen nach meiner Familie. Und fuhr dann nach München, traf dort jemand, der brachte mich nach Greifenberg. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Landsberg am Lech, da wo Hitler im Gefängnis gesessen hat. Und da war ein Vorbereitungslager für Palästina. Und dort sollte ich die jungen Leute ein bisschen trainieren, damit sie physisch, aber auch psychisch wieder auf ein höheres Niveau kam. Die kamen aus dem KZ, die waren erniedrigt, die waren physisch vollkommen ganz unten und aber auch psychisch. Und also mit denen trainierte ich und dann schickte man mich mit einem Transport über Belfort in Frankreich, Lyon und nach Marseille. Und in Marseille, in einer Villa in La Ciotat, einem kleinen Fischerdorf, da in einer Villa, da waren mehrere junge Leute schon. Und als ich dort ankam, da wurde ich gleich weitergeschickt in den Hafen von Marseille, um Schiffe für die illegalen Transporte aufzubauen, einzurichten. Und das dauerte einige Monate. Und dann wusste ich, jetzt geht ein Schiff und da sagte ich, jetzt will ich zu meiner Familie. Ja, und da sagten mir die Schlichim, also die von Israel gesandten Haganah-Organisatoren der illegalen Einwanderung, sagten, ja, aber wenn du das Essen und Trinken an Bord übernimmst, dann kommst du mit. Und das war im November 46, als ich mit der Latrun, die früher San Dimitrio hieß, ein Dampfer, der kohlengeheizter Dampfer, der normal für 75 Passagiere war, und auf diesem Schiff waren 1248 Leute. Und das Interessante war, dass die Polizei stand ja am Laufsteg beim Einlasten der Passagiere und die konnten nicht weiter zählen bis 5. Die zählten 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Die kamen nie weiter, weil die Franzosen haben sich nicht darum gekümmert. Bei den Franzosen war nur die Waffendurfte man nicht hantieren. Wir hatten trotzdem Waffen an Bord geschmuggelt und wir fuhren dann mit einer Besatzung. Wir hatten einen Kapitän, der war Amerikaner. Der hatte im Krieg ein Korvette oder irgendwas kommandiert. Das war unser Kapitän. Dann war der Organisator und der Radiotelegraphist ein Israeli. Und dann war ich da mit dem Essen und Trinken. Und wir fuhren, also diese Seereise will ich gar nicht im Ganzen schildern, das wäre zu lange. Wir wurden jedenfalls dann, als wir in die israelischen Hoheitsgewässer kamen, von den Engländern abgefangen, umgeladen im Hafen von Haifa und dann nach Zypern gebracht.
Famagusta, glaube ich, sind sie gelandet. Und hier sehen wir ja Fotos, denn Walter Frankenstein gehörte zu den illegalen Einwanderern nach Palästina, die eben nicht an Land gehen konnte und wurde eben nach Zypern, nach Famagusta in Zypern. Und hier sehen wir ein Foto von Herrn Frankenstein in einer Gruppe von, ich weiß nicht, Herr Frankenstein, ob alle diese Personen, mit denen Sie rumstehen, auch auf dem Latrun waren. Aber ich finde es ein sehr beeindruckendes Bild, weil man sieht hier eigentlich den Stacheldraht, man sieht eben so diese Wachturm im Hintergrund. Ja. Und wir sehen ein zweites Foto, auch dann in der Internierungslage auf Zypern aufgenommen, des Hissen, des israelische Fahne, des noch nicht existierenden israelischen Staats. Und die waren ja mehrere Monate dort. Ja, 5 Monate. Und dann sind sie dann doch mal dann nach Palästina gekommen. Aber das erste Sehen mit ihrer Familie war trotzdem ein Sehen hinter Stacheldraht. Ja. Sie sind ja nicht als freier Mann nach Palästina gekommen. Von Zypern kam ich in ein Internierungslager Atlit und von dort dann noch in ein anderes Kiryat Shmuel. Und ich kam dann erst im Juli 1947 zu meiner Familie zurück. Ich will nur noch eine Kleinigkeit sagen, was ich den Engländern nie verzeihen kann. Das ist, dass sie Leute, die aus Konzentrationslagern befreit wurden, wieder hinter Stacheldraht gesetzt haben. Das ist eine so unmenschliche Handlung. Und diese jungen Menschen haben solche psychischen Schäden erlitten, die nie wieder geheilt wurden. Viele von Ihnen werden sicherlich eben die Geschichte des Schiffes Exodus dann kennen, die auch nach Hamburg zurück dann kehren musste. Und die Passagiere würden dann von Bord geholt und auch hinter Stacheldraht. Und wir haben hier im Archiv auch eine kleine Anzahl von beeindruckenden Bildern, die uns gestiftet wurden von einem deutscher Jude, ein junger Mann, der nach England ausgewandert ist und dann mit der britischen Armee dann stationiert wurde in Hamburg und musste eben die Passagiere des Exodus dann begleiten hinter Stacheldraht 1947. Sie waren dann aber endlich mal vereint, fast 2 Jahre getrennt von der Familie. 17 Monate. Da fragt man sich natürlich, ob ihre Kinder sie überhaupt dann noch gekannt haben. Das ist eine ganz lange Zeit. Wahrscheinlich der Michael kaum. Ja, sie haben ihn. Und aber wie Sie alle wissen, ebenso, das war ja natürlich keine ruhige Zeit für die Familie Frankenstein, denn im Mai 1948 Unabhängigkeit. Erklärung. Hier sehen wir einen vorläufigen Ausweis, was Herr Frankenstein das ausgehändigt wurde, am 20.05.1948, was eigentlich nur ein paar Tage gegolten hat. Und unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung wurden sie in die Armee einberufen und sie nahmen an schweren Kämpfen der ersten Wochen des Krieges dann teil. An der ägyptischen Front, ja. An den ägyptischen Front, ups, Entschuldigung. Hier haben wir ein Foto von Herrn Frankenstein in einem israelischen Jeep. Also Sie haben ja die ägyptische Armee aufgehalten, die eben in Jerusalem eindringen wollte. Auf dem Marsch nach Tel Aviv, ja. Auf dem Marsch nach Tel Aviv, Entschuldigung. Und Sie sind dabei aber, glaube ich, auch verletzt gewesen. Ja. Und Sie kamen dann im Hospital. Ja. Und Ihnen ist dann auch dann, geschont geblieben, dann an den weiteren schweren Kämpfen dann teilzunehmen. Sie blieben aber in der Armee. Und erst 1949 dann fing ihr ziviles Leben in Israel an. Hier, Oktober 1949. Wir sehen hier ein Foto von der Familie Frankenstein in Hadera. Sie haben in Hadera, mitten des Landes, dann sich niedergelassen. Aber in Israel sind sie ja auch nicht geblieben. 7 Jahre waren sie dann dort. Sie haben ja auch diese Zeit auch gearbeitet, auch schwer gearbeitet. Sie haben ja auch am Toten Meer gearbeitet und das tat ihrer Gesundheit, glaube ich, ganz gar nicht gut. Und das war ein entscheidender Aspekt, warum Sie mit der Familie entschieden haben, dann Israel zu verlassen. Ja, ich hatte mich dann spezialisiert und zusammengearbeitet mit einem Ingenieur aus Tel Aviv, der in Amerika studiert hatte und das kalifornische Bewässerungssystem in
in Israel eingeführt baute. Hat. Und unsere Arbeiten waren meistens im Jordantal und am Toten Meer. Und wenn man am Arbeitstag 20 Liter Wasser trinkt und Salztabletten isst, dann sagen eines Tages die Nieren, hallo, jetzt reicht es. Und nahm ich Kontakt auf mit meinem Auerbach-Freund, dem Rolf, der noch nach Schweden gekommen war. Und dann war also für bestimmten uns Beginn nach Schweden. 1956 sind wir in Schweden gekommen. 56 kamen wir nach Schweden. Hier ein frühes Bild der Familie, dann in Stockholm, wo sie sich niedergelassen haben. Da haben sie auch weiterhin als Maurer, als Fliesenleger gearbeitet, aber dann konnten sie eigentlich nicht mehr arbeiten, wahrscheinlich wurden sie das nicht mehr. Und sie haben Sie konnten nicht mehr. Und sie haben dann ein Studium aufgenommen. Ich habe dann das Abitur nachgemacht, 1944, und habe dann noch zwei Ingenieursexamen abgelegt. Und bin dann mitbeteiligt gewesen am Aufbau als Konstrukteur und Statiker am Aufbau der israelischen, der schwedischen Kernkraft. Die israelische ist ein Geheimnis. hier sehen wir Ihr Abgangsdiplom für, ich glaube, Brückenbau. Und, ja, erst war es Hoch- und Tiefbau und dann Straßen- und Brückenbau. Genau, und wir haben ja auch einen Beweis, dass Herr Frankenstein auch in Schweden gearbeitet hat, gefunden. Ein Bild, was er, an der er sich nicht so gut erinnern kann. Er hat das aber auch jetzt im Großformat dann von uns bekommen. Damit ich mich daran gewöhnen muss. Das ist ja, und das ist ein Bild von Ihnen am Zeichenbrett. Die Frage kommt immer auf bei den deutsch-jüdischen Flüchtlinge, Überlebenden, Auswanderer. Wann Sie zum ersten Mal wieder dann nach Deutschland gekommen sind? Wann waren Sie und Ihre Frau erstmals wieder in Berlin? In Deutschland waren wir schon wir waren etwas früher schon mal in Deutschland. Ich hatte einen Cousin in Hanau, den haben wir dann besucht ab und zu. Aber nach Berlin kamen wir durch Zufall oder wie. 1964, da fuhren wir von Hanau, von meinem Cousin, das ist bei Frankfurt am Main, und fuhren von dort auf dem Weg nach Amsterdam. Und da sagte meine Frau, du bist eben an einem Schild vorbeigefahren nach Berlin, 400 Kilometer. Naja, da sind wir vorbei, aber das Unglück war, dass es kam nochmal ein Schild, Berlin 400 Kilometer. Und da war die Grenze Helmstedt zur DDR. Und da fuhren wir ab, ich fuhr ab von der Straße, ohne meine Frau noch zu fragen. Und dann waren wir auf dem Weg nach Berlin und fuhren bei Helmstedt über die Grenze der DDR und kamen dann nach Berlin über die AWOS. Und da geschah etwas Komisches. Auf einmal war ich wie zu Hause. Die AWOS, da war ich mit meinem Onkel Selma da auf diesen Zuschauerrängen, da haben wir gesessen und Autorennen gesehen. Und da waren auf einmal die Namen von all den Rennfahrern da. Und dann kamen wir zum Funkturm und da sah ich den langen Ludert. Und das war ja ein altes Bild, altbekanntes Bild. Und da kamen wir Herrn See und dann Kurfürstendamm. Und wir fuhren zum Zoo. Und da war eine Hotelvermittlung und da bin ich rein und dann haben wir uns ein Zimmer verschafft, ein Apartment. Ich kann mich nicht mehr in der Nähe von der Lietzenburger Straße, da oben, Schlüterstraße. Und da haben wir, das war also am Donnerstagabend vor Karfreitag und dann ging unser Auto kaputt. Und dann musste ich es abliefern und das war ein englischer Wagen und dafür gab es in Berlin keine Reserveteile, die musste erst bestellen oder anfertigen. Also wir blieben damals bis zwei Tage nach Ostern in Berlin. Und da haben wir natürlich Plätze aufgesucht, die wir
die für uns historisch waren. Mhm. Und da ging in uns etwas vor. Dieses Berlin, in dem wir die schlimmsten Tage unseres Lebens hinter uns gebracht haben, aber auch die schönsten, weil dort habe ich meine Frau kennengelernt. Und da war ich auf der Olympiade. Also es war dieses Gemisch von diesen guten und bösen Erinnerungen, die uns Berlin wieder so nahe gebracht haben. Und nach diesem Besuch 1964, da kamen wir eigentlich regelmäßig einmal oder jedes zweite Jahr nach Berlin. Sie arbeiteten bis 1984. Wann kamen Sie und Ihre Frau erstmals als Zeitzeugen nach Berlin? Das war ziemlich spät. Mhm. Wir wollten an für sich überhaupt von nichts wissen. Wir kamen nach Berlin, um ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen, da kulturell anzubinden, wo wir abgeschnitten worden waren. Und wir haben uns eigentlich dafür gar nicht interessiert. Aber dann kam es doch dazu. Es war so, wir trafen die Edith Berlow, die uns in der Eleganzzeit geholfen hat. Die war von USA zurückgekommen, die waren ausgewandert. Sie mit ihrem späteren Mann, also Kurt Hirschfeld, mit dem sie liiert war in der Eleganzzeit. Er war gestorben, sie kam zurück nach Berlin. Und wir haben sie wiedergefunden durch einen Film, der gemacht wurde. Da hat man uns gesucht, weil sie hat dauernd von uns geredet. Und dann waren wir als Überraschungsgäste da in diesem Film. Und dann trafen wir eine Dame, die hieß Barbara Schieb. Die heute Abend hier ist, von der Gedenkstätte Deutsche Widerstand. Und die fragte uns damals, sie kannte die Edith Hirschfeld, war mit diesen, also rein journalistisch und dann befreundet, fragte uns, ob sie mit uns ein Interview machen konnte. Und Leonie sagte gleich nein. Ja, aber dann kam sie wieder. Und dann sagte die Leonie auch ja. Und dann kam sie mit einer Freundin, die auch hier ist. Und dann entstand eine Freundschaft. Und dann ging das los, also Filmen über die illegale Organisation, die mal gegründet wurde, die einzige von Juden und Christen zusammen, von Werner Scharf gegründet, der von dem Konzentrationslager in der Tschechei, Theresienstadt, war der ausgerückt, war rausgekommen, kam wieder zurück nach Berlin, gründete diese Organisation. Es gibt heute noch, es existieren in Stillen Helden heute noch Flugblätter, die damals gedruckt wurden. Und diese Organisation flog auf und die Edith wäre auch beinahe damit reingerasselt, ging aber gut. Und dann waren, ja, das gab sich da automatisch. Die Barbara, die Martina, der Klaus, einer nach dem anderen. Und so entwickelte sich erst eine Freundschaft, aber dann auch irgendwie kamen dann mal die Nachfragen mit. Und dann ging es los. Ja, das ist etwa ja, gut über 10 Jahre jetzt. Sie war noch einmal, glaube ich, wieder in Flatow. Mit hier Klaus und Martina. Die sind mit mir mit dem Auto nach Flatow gefahren und
ich war zweimal im Flatow. Einmal mit Klaus und Martina und einmal, als wir den Film gemacht haben. Nach Flatow hin und zurück. Das war mit Arnold Julius, einem Flatow-Kindheitsfreund, der Auschwitz überlebt hat, in Berlin geblieben ist und der in der Anstengruber 9 in Neukölln wohnte und auch dort gestorben ist. Sie sehen, Sie alle erkennen das Foto, das ist Herr Frankenstein vor seinem ehemaligen Haus. Und das ist ein sehr schönes Bild von Walter und Leonie Frankenstein. Leonie ist vor einigen Jahren gestorben und seit dann Walter ist unermüdlich dabei, nicht nur in Berlin, aber hauptsächlich nach Berlin zu kommen und in Schulen zu gehen, Veranstaltungen zu machen. Auch aber in Schweden auch sehr aktiv und dafür verdienen Sie unsere allerhöchste Achtung. Ich bin ja nicht so oft in Berlin, also zum Beispiel jetzt, ich fahre morgen wieder nach Hause und komme erst am 12. dieses Monats wieder. Richtig, richtig. Und wenn Sie kommen? Und bleib bis zum 18. und dann komme ich aber erst am 12. März wieder nach Berlin. Also übrigens für Sie alle, Herr Frankenstein hält Hof im Hotel Savoy. Also Herr Frankenstein, wir freuen uns tatsächlich, Sie bald in kleinere Kreis bei uns hier in der Akademie des Jüdischen Museums Berlin zu begrüßen. Aber vor allem danke ich und danken wir alle ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Sie wissen doch, dass ich immer zu Ihrer Verfügung stehe. Vielen Dank. Der Name Hillenbrand ist gefallen. Klaus Hillenbrand ist ja heute Abend da und hat dann ein Buch über das Leben von Leonie und Walter Frankenstein verfasst. Ich habe ja auch gesehen, dass meine Kollegin von unserem Museumsshop ist heute dabei mit einigen Exemplaren dieses Buches, die Sie mal erwerben können, wann Sie wollen. Und wenn das ein oder andere von Ihnen dann auch kurz Herr Frankenstein Hallo sagen möchten, das machen wir eher im informellen Kreis. Ihnen alle vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Einen schönen Heimweg, noch einen schönen Abend. Alles Gute.